Rabić spielt von links nach rechts, Savicevic fehlt verletzungsbedingt und die erste sehr gute Rabić-Chance vergibt Wimmer auf der Höhe des Fünfers. Rabić ist klar besser, spielt zweikampfstark, möchte die Fans für die Cup-Blamage versöhnen. Und Weber wirkt nach der vergebenen Wimmer-Chance ein bisschen verzweifelt. Dove. Wettel. Wieder Dove. Und Wagner sorgt für die 1:0-Führung von Rapid in der 32. Minute. Paar hat dann nicht aufgepasst, Wagner geht dem Ball entgegen. Etwas Glück beim Abschluss, aber zweifelsfrei verdient. Pausenstand 1:0 für Rapid. Unveränderter Spielgeschehen nach dem Seitenwechsel, Handspiel von Grassler. Schiedsrichter Messner entscheidet auf Elfmeter. Die zweite Gelbe für Grassler und damit Ausschluss. Aber der Elfmeter war eine klare Fehlentscheidung. Gut einen Meter vom 16er entfernt. Wagner erhöht auf 2:0 für Rapid in der 56. Minute. Der Lass kann in keiner Phase des Spiels Rapid gefährden. Und Benxer ist der Torschütze zum 3:0 in der 73. Minute. Rapid siegt verdient gegen den Lask mit 3:0. In Ranshofen diesmal wieder jubeln, ein 3:0-Sieg über den LASK. Und das war das erste Spiel des letzten Durchgangs im Herbst. Rapid hat schon gestern gegen den LASK mit 3:0 gewonnen. Dabei waren die Linzer mit einer Erfolgsserie von 3 Siegen in Folge ins Hanapi-Stadion gekommen. Und ja, Rapid musste die Erinnerung an die peinliche Cup-Niederlage gegen Ranshofen und natürlich auch die Scheu vor einem neuerlichen Gegner aus Oberösterreich überwinden. Wer denkt denn schon an das, was war? Nur weil man gegen Ranshofen verliert, muss man doch nicht auch gegen den LASK verlieren. Außerdem, vielleicht ist ja Ranshofen stärker als der LASK. Es ist wirklich provokant. Ich glaube, die Frage ist illusorisch. Dazu brauche ich, glaube ich, nichts sagen, oder? An diesem Tag waren sie vielleicht stärker, aber gut, wir haben die eindeutig unterschätzt und wir haben zu Recht das Spiel verloren. Aber das kann man nicht vergleichen, das sind zwei unterschiedliche Spiele. Das Cup-Spiel war aus den Köpfen draußen, weil wir einfach gewusst haben, dass wir mehr Klasse haben und dass das eben ein Ausrutscher war, der nicht passieren darf, aber leider passiert ist. Und darum haben wir einfach drauf losgespielt, waren sehr aggressiv in den Zweikämpfen, haben den Ball sehr schnell laufen lassen. Und so sind zwangsläufig Chancen entstanden und einige davon haben wir genützt. Rapid macht von Anfang an Druck und lässt nur beim Abschluss Verunsicherung erkennen. Zwischen der 12. und der 14. Minute werden Chancen im Minutentakt vergeben. Bei dieser sieht weder Verteidiger Schießwald noch die Lastverteidigung Rapid-Verteidiger Zingler. Schießwalds Alleinversuch lässt vermuten, warum er als Verteidiger arbeitet und nicht als Stürmer. 31 Minuten lang schwebt der Geist von Ranshofen über Hütteldorf. Doch Ghostbuster Wagner macht kurz darauf dem Spuk ein Ende. Küsse für die geplagte Rapid-Seele. Doch die Liebesgrüße müssen auch dem LASK gelten. Einen Mittelstürmer sollte man nicht alleine lassen, denn Menschen dieser Gattung reagieren auf Einsamkeit meist jähzornig. Die Maßflanke kommt übrigens von Jens Dove, dem besten Mann am Platz. Da kann Tormann Pavlovic nur neidlos zuschauen. Ja, das ist in letzter Zeit schon öfters passiert, dass ich gut geflankt habe. Ich habe ein großes Plus, dass ich beidbeinig bin. Ich kann links und rechts flanken und umso schöner ist es, dass die anderen dann treffen. In der 56. Minute fällt die Entscheidung. LASK-Libero Grassler erhält nach dieser Aktion die gelb-rote Karte. Darüber hinaus entscheidet Schiedsrichter Messner auf Elfmeter. Die Analyse beweist, Handspiel von Grassler. Die gelb-rote Karte ist daher richtig. Allerdings war die Aktion außerhalb des Strafraums. Die Entscheidung Elfmeter ist daher falsch.
ich mache mich unbeliebt dabei, wenn ich schimpfe Schiedsrichter. Das war eine klare Sache, ein Meter außerhalb. Strafraum, so ein Geschenk möchte ich nicht haben. Das Handspiel war eindeutig außerhalb vom 16er. Guter Ausschluss war, es war Hand und es war Gelb-Rot. Okay, das ist zum Vertreten, aber ich glaube, entscheidend war dann halt natürlich das 2:0. Dieses erzielt René Wagner aus dem Elfergeschenk. Weber und Wagner jubeln zum zweiten Mal. Und der Trainer ist auf seinen Stürmer ganz besonders stolz. Je weiter vorne man spielt, desto schwerer wird es. Und es waren nicht die Gegenspieler, waren ja alles Trotteln, wenn die nicht auch versuchen würden, einen Stürmer so schlecht wie möglich aussehen zu lassen. Und der René Wagner ist einer, der über 90 Minuten immer versucht, alles zu geben. Gott sei Dank hat er jetzt das nötige Glück auch dazu, das gehört auch dazu, um Tore zu schießen. Und auch Stürmerkollege Bengtser hat Glück. Glück, dass Dove solche Flanken schießt. Glück, dass Schießwalds Kopfball ihm genau vor die Füße springt. Und Glück, dass Pavlovic sich für das kurze Eck entscheidet. Drei zu null, Jubel. Rapid war entschlossener, williger nach dieser Niederlage gegen Ranshofen und hochverdient gewonnen. In jeder Beziehung war aktiver. Eins muss man schon sagen, Rapid im Hanapi-Stadion, glaube ich, ist einfach extrem stark. Sie haben auch das Derby dann letzte Woche klar gewonnen gegen Austria. Also ich meine, für uns LASK als Nachzügler ist das jetzt keine Schande. Also absolut nicht. Alles ist wieder gut bei Rapid. Zumindest fast alles. Denn die Spieler müssen für ihr peinliches Auftreten im Cup je 20.000 Schilling Strafe zahlen. Ja, wenn ich 10-mal gewinne, gehe ich auch nicht hin und sage, ich will 50.000 Schilling mehr verdienen oder was weiß ich. Also war alle Freude oder war alle Freude über den Sieg. Also die Geldstrafe ist ein absoluter Witz. Ja, ich finde es auch nicht okay, weil die Geldstrafe wegen vereinschädigendem Verhalten ausgesprochen wurde. Und man müsste mir jetzt persönlich jetzt sagen, weil es ja mich auch betrifft, was ich Vereinschädigendes getan habe. Ja, als Spieler versteht man das nie. Aber Sie finden es okay? Ich bin absolut der Meinung des Präsidiums. Rapid spielt schlecht im Europacup, schlecht im Cup, gut in der Meisterschaft. Wie gut, dass Europacup und Cup für Rapid schon vorbei sind. Das heißt, es könnten schöne Zeiten für die Rapid-Fans anbrechen mit Meisterschaftsspielen. Schauen wir uns die Ergebnisse an. Da haben wir sie. Bregenz GAK 0:1, Sturm Lustenau 5:1, Ried Austria 0:0, Rapid LASK 3:0 und ein Spiel morgen, nämlich FC Tirol gegen Salzburg. Die Tabelle. Der FC Tirol stand ja bereits als Herbstmeister fest. Er spielt ja auch erst morgen gegen Salzburg. Rapid bis auf einen Punkt herangerückt. Aber wie gesagt, die Innsbrucker können sich noch steigern. Ansonsten wenig Veränderungen in der Tabelle. An letzter Stelle bleibt Bregenz. Was das bedeutet, nach 18 Runden, also nach dem Herbstdurchgang, führt FC Tirol Milch mit 2 Punkten Vorsprung auf Rapid. Bereits mit 7 Zählern Rückstand folgt Sturm, der Titelverteidiger, auf Rang 3. Wo ist Salzburg? Salzburg bleibt auf Rang 6. In der Torschützenliste, nachdem Radoslav Gilewice heute leer ausgegangen ist nach seinem Comeback, führt weiterhin Ivica Vastic nach seiner gestrigen Gala-Vorstellung mit 14 Toren vor Gilewice mit 11.